und muss hier den Kasten überprüfen und frisch einstellen. Bis jetzt örtlich in die Kammer vom Bund, ne? Also von der Army. Ich bin mir nicht sicher, Officer. Aber wenn ich eine Weile drüber nachgedacht habe und mir noch was einfällt, ruf ich sie natürlich sofort an. Denke, wir schon wusste was Geiles in der Mechanik und Kraft. Aus dem Traktor, die gehen halt schon fett ab, die Teile. Was die an Druck liefern, halt schon cool. Ich verstehe trotzdem noch, um die Mission von Castle Infinite geht. Man, das kotzt mich an. Wir haben doch alles abgegeben, auch das Gras und alles. Mann, gerade die mit der Wumme. Ich hoffe, das geht dann wieder, wenn wir ein neues Gebiet zugeteilt haben und sich das dann irgendwie frisch resettet. Die haben wir nicht schon gemacht. Das war eine Mission nämlich, ne? Das fällt mir gerade. Doch, war eine Mission. Wann ist noch? Fuck! Ein bisschen falsch eingeschätzt, das Ganze. Sorry. Das war jetzt aber scharf. Das hätte doch voll nach hinten losgehen können, gerade. Ful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 
sterben. Doch? Das war der falsche. Den wollte ich gar nicht. Hui! Ah, da kannst du. Oh, das kriegt man auf einmal. Oh, oh, da. Das kriegst du auf einmal noch mit Bubbele. Ja, was hast denn da jetzt noch gemacht? Was hast denn da noch für an der Bodyguard geblitzt? Hey, dass da hoch, dass er jetzt auch hochkommt, ist echt ein Wunder. Verdammt. Damn it. Lincoln Clay, der Mann, der aus Ton besteht. Oh, da links. Da bin ich schon ein paar Mal vorbeigefahren. Ich will die blöde Platte jetzt haben. Ich hab Schnauze jetzt voll. Da rechts ist auch noch Material. Achtung, Sperrtransport. Baustellenkontrolle. Die Leiter ist nicht richtig montiert. Die ist defekt nämlich. Hä? Ach, da. Sehr schön. Davon hat es auch noch Medipacks. Ist egal. So, schöner Turn hingelegt. Dixie-Klos. Geil, können wir da rein? Nö, aber wir machen gleich eins. Oh, Notiz. Okay, lesen wir mal. 7:32. Versammlung wird zur Ordnung gerufen und die Anwesenheit festgestellt. 34 Mitglieder anwesend und überprüft. 7:45. Nachdem Mr. Krakow und seine Mitarbeiter anwesend sind, wird auf Antrag namentlich abgestimmt, ob Mr. Krakow der neue Gewerkschaftsvorsitzende werden soll. 7:55. 53 Stimmen für Ja. Eine Stimme für Nein. Von Mr. Kelly. 17:56. Mr. Kelly wird aus dem Saal geleitet. 8 Uhr. Mr. Krakow spricht zur Versammlung. Versichert allen Anwesenden, dass die Gewerkschaft unter seiner Führung stärker werden wird. Er meint alle Mitglieder, ihren Pflichten nachzukommen. Er warnt sie, dass er andernfalls zu der Einschätzung kommen müsse, dass ihre Eingabe an die Gewerkschaft nicht so umfassend sei, wie er wünscht. 8:27 Uhr. Mr. Krakow schließt die Versammlung. Ah ja. So läuft der Hase hier also. Ich dachte, die Dixie-Klos ging kaputt. No, 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 no. Warte mal, ist es nicht das Polizei... Nee, kann nicht das Polizeirevier sein, viel zu klein. Open 20. Wir verkaufen nur an Weiße. Boy. Vorsicht, Plaster. Ja, ja, mach halt. Doch, bin auch mit da lang. Wir kaufen nur an Weiße. Boy. Dann hole ich mir halt, was mir zusteht. Sag mal, wo ist die blöde Tür, die Dreckete? Lalala. Perfekt, wieder aufgebrochen. Das geht schon, das muss. Wobei, ich dachte, das muss perfekt sein. Cheap Trills. So. Da, du Penner! Ich habe weniger Zähne und weniger Geduld. Hallo. Tschüss. So, das war ein Barkeeper. Betonung auf Ware. Scheiß Rassist. Und, ja, das ist auch ein Schwarzer, aber das ist okay. Damit er eine weiße Frau hält sich mit dem. Oh mein Gott, wie kann das nur? So widerwärtig. Oh, Drittfahrt. Tille, 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 tille. So, jetzt feuer hier mal durch die Mitte in die Wille, in die. Und das W durch T ersetzen. Danke. Warte mal, nee, das wird's aber. Geht das? Nee. Um den Kopf, an den Kopf, in den Kopf, durch den. Uiuiui, ist doch fast schiefgegangen, meine, mit dem Leichewagen da. Meine Fresse, meine Fresse. Der Polizist war gleich da gewesen. Der Freund für Weiße und nicht für Schwarze. Wir wissen ja, wie der da ist, hier läuft. Wobei, wir können gleich mal da reinfahren. Ach, oder auch nicht. Ist egal. Ja, gehen wir da rein. Hat überlegt, außenrum, da lang, darum. Hey, Lincoln, dank dir ist hier wieder alles normal geworden. Ja, außer dein Alkoholpegel. Er scheint noch ein bisschen erhöht zu sein.
So wie du einer sagst. Oh, ich hab Marsch der Welt geparkt. Völlig falsche Seite reingegangen. Was? Wir können da hoch? Cool. Will da hoch? Cool, da war ich noch gar nicht. Nein, du sollst runterspringen. Du bist lang. Ah, geht doch. Hä, wo ist die? Hä? Achso, ja. Die war da drin. Stimmt ja. Ich war gerade bei Niki vom Kopf her. Ich kann ja. Scheiß drauf. Hast du den Truck? Ja. Lass mich raten. Du brauchst mehr. So viel du herkriegst. Alles hilft uns, das kleine Geschäft hier am Laufen zu halten. Das Lied hatte ich ja fast vergessen. Ist das kubanisch? Meine Großmutter, die Nervensäge. Die hat mir diese scheiß Psychozeitbombe geschickt. Es lief im Radio, als die Polizei meine Eltern abgeholt hat. Mein Alter war nicht politisch. Der war Beamter bei der Regierung. Aber er hatte so einen Saufkumpan in der Stadt. Mr. Roberts, ein Weißer, war immer da. Ich wette, der Wichser war ein echter Musterpolitiker. Hat das Land verlassen, bevor Castro anfing, Spione und Verräter umzulegen. Meine Eltern hatten nicht so viel Glück. Oder Grips. Meinen Vater haben sie auf der Stelle erschossen. Und Mama? Keine Ahnung. Nur du und deine Großmutter sind rausgekommen? Eine alte Frau und ein schreiendes, von oben bis unten vollgepisstes Balk waren ihnen die Kugeln nicht wert. Wolltest du jemals zurück nach deiner Mutter suchen? Vor ein paar Jahren habe ich gehört, sie war im Depinos, bevor es dich gemacht hat. Danach nichts mehr. Manchmal denke ich, du und Vito, ihr macht das schon richtig. Scheiß auf die Vergangenheit. Und wer der Zukunft im Weg ist, wird umgelegt. Aber ich will doch wissen. Ich will wissen, was mit ihr passiert ist. Ob sie noch lebt. Also werde ich vielleicht genug zurücklegen, damit ich mich wieder reinschmuggeln kann. Mal sehen, was ich rausfinde. Und dann ein Strich drunter ziehen. Immer her mit den Trucks, Lincoln. Wisst ihr, was mir drauf... Ich bin auf eine Goldader gestoßen, mein Freund. Hab gerade mit so einem Arsch telefoniert, der mir an die Pantalones will. Er hat mir gesteckt, dass ein paar Sattelzüge mit hochwertigen Produkten unterwegs sind. Schnapp sie dir und bring sie her. Okay. Dann regnet das Geld. Pass auf. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Alle von den dreien, von Cassandra... Oder stimmt nicht, was ich sag? Geschäfte bringen den maximalen Verdienst ein, okay, also geht nicht mehr. Da brauchen Bezirke und so weiter, okay, gut. Von Cassandra? Warte mal, Cassandra selber weiblich, die hat keinen Unterboss, ne? Ne, die hat keinen. Ne, die hat keinen, doch. Also, keine Ahnung, wir haben jetzt hier einen Cut und wir hören und sehen uns bei der nächsten Aufnahme schon wieder. Vielleicht mache ich jetzt kurze Pause, hier ein bisschen durchlüften, ein bisschen Luft atmen. Auf Wiedersehen, bis gleich, tschüss. Sehr geehrte Herren, ich heiße herzlich willkommen zurück am Stück bei Mafia 3, warum auch immer der OBS nicht reagiert. Ah, es geht auf die Kamera. Ha! Okay. Ich hab nichts verpasst, ich hab gerade eigentlich nur ein paar Leberhäfchen noch eingesammelt, mich ein bisschen aufgeregt und ja, dann Kickback abgeholt, die anderen holen wir später ab. Wir machen erstmal das Teil hier. Und ich weiß nicht, wie es er wohin aufgenommen hat oder gar nicht, warum jetzt überhaupt abbrochen, das blöde Klump. Egal. Wer hat das gekriegt, Cassandra? Das kriegt Vito und das kriegt Burke. Und das kriegt jetzt auch noch Burke. Und dann kriegt das Vito und dann kriegt das Cassandra und dann kriegt Burke das. Also die zwei kriegt Burke. Und das kommt vielleicht irgendwann auch noch. Keine Ahnung, was es noch alles gibt. Ich würde es eigentlich gerne taktisch aufteilen. Wartet mal. Ich gehe mal davon aus, die Gebiet. Das ist schon ein großes, ne? Bay of Phantom. South. Das gehört mit dazu. Wenn wir 1, 2, 3. Das gehört. Ach, eher 1. Ach, keine Ahnung. Ich guck mal, wenn es ja schräg ist, ein Driver. Ich brauche ein größeres Magazin. Schnauze. Ach, müssen wir dich noch empfehlen? Müssen wir warten? Wartet mal, aber zum CIA fühlt sich auch schon eine Weile nehmen, ne? Dann, wenn Arbeit von diesem. Achso, naja, wenn dies dran steht, dann müssen wir da eh nichts machen bei dem. Wir warten.
Da kommt er ja schon. Schon mal von Enzo Conti gehört? Ich glaube, Sammy hat ihn mal erwähnt. 61 Jahre, Mafia-Urgestein, hat seit Ewigkeiten in Barclay Mills das Sagen. Erst hat er die Eisenbahn erpresst, dann ist er auf Industriemüll umgestiegen. Das ganze schwere Gerät, das Material für den Casinobau, Stahl, Betonschalungen, das ganze Zeug, ist alles mit Enzos Zügen rangeschafft worden. Das ist Equipment im Wert von Millionen. Wer hat den ganzen Scheiß offiziell in Empfang genommen? Marcano ist ein Gangster, also braucht er einen Partner, eine Art Schattenmann. Wenn das so ist, hat der eine gute Tarnung. Aus seinen Akten bin ich jedenfalls nicht schlau geworden. Also muss Enzo uns sagen, wer das ist. Laut meiner Quellen ist Enzo kein Fan des Casinos. Er glaubt, alle außer Sal Marcano werden voll auf die Schnauze fallen. Vielleicht bringe ich ihn so auf unsere Seite. Wird schwer sein, ihn zu überzeugen, aber versuch's ruhig. Seine Eisenbahn-Connection steht noch und den Industriemüll muss er ja irgendwo bunkern. Da würde ich mal anfangen. Ich übernehme seinen Bezirk. Dann rufe ich ihn vom Motel aus an und mache ihm Angebot. Wenn er nicht mitspielt, zeigst du ihm, wie die Vietcong sowas lösen. Ja, und da steht sogar noch unser Auto. Müllentsorgung, Steuerauftrag, Steuerauftrag freigeschaltet, Schusswaffen. Was noch? Schusswaffen, rede mit Conny DeMarco. Leutnant Enzo Conti. Enzo Conti arbeitet sich in den Arsch, aber damit sein Capo und Frisco 4 zu rechtzeitig seinen Antrag bekommt. Er ist ein Zähler, alter Hund, der sich zum Leutnant von Barclay Mills hochgearbeitet hat. Wodka. So, wenn du Enzo beseitigst, kommst du an seinen Capo einen Schritt näher und kannst herausfinden, was zum Teufel in Frisco Fields abgeht. So, was gibt's jetzt für Aufträge eigentlich? Donovan konnte angewiesen in seiner Macht stehen zu tun, um Barclay Mills zu helfen. Ah, das ist ein Story-Auftrag und... Warte, da steht was dran drüber. Beide Story-Aufträge? Okay, machen wir schon das eine Gebiet. Ach, sehe ich gleich da oben. Okay, müssen nur quatschen. Passt, hier sind nur ausgeläutigt, dass irgendwie gleich schusswaffentechnisch was abgeht. Ist der Typ dicht? Ja, schlaf dann raus, hausch mein Freund. Ach, super, ist ein gleicher Freak. Hey, wen haben wir denn da? Freut mich, dass du noch lebst, Conny. Scheiße. Ging ganz schön runter, als du das Lagerhaus in River Row übernommen hast. Bin aber heil rausgekommen. Du weißt was über den Güterbahnhof in Barclay? Yep, mal im Vertrauen, nur unter uns. Dieser Freund von dir mit dem schicken braunen Anzug dachte, du musst ein Auge auf Pizzantinis Transportbetrieb haben. Was treibt der denn so? Er ist für den Schutz hier in Barclay zuständig. Wenn das Zeug, das du per Zug verschickst, da ankommen soll, wo du willst, dann bezahlst du Piz Leute. Klingt ziemlich unbedeutend für einen von Marcanos Leuten. Volle Punktzahl. Warum gibt's wohl in der Stadt so viele Schießeisen? Marcano und Enzo lassen sie von Santini reinschmuggeln. Wenn du die Deals hochgehen lässt, schädigst du Piz Geschäfte. Na schön. Mal sehen, ob ich an die Karte komme. Man sieht sich. Wenn's das ja macht, Santinis Leuten Druck, dann werden die schon plaudern. Ja, ja. Was haben wir hier? Risikobelohnung. Risikobelohnung. Was ist das? Ah ja. Nee, wir machen erstmal das da. Verbleibender Schaden 30.000. Och ja, wieder Damage machen, dem zu Schaden zufügen, rausloggen, für uns beschwören. Ja, das Übliche, glaube ich. Was geht bei euch so, Homies? Pass auf, wo du hingehst! Passiert? Ja, ich soll ja aufpassen, wo ich hingehe. Ich bin gefahren. Wir erhalten Berichte über eine Fahrerflucht in Barclay Mills. Da können wir es aber geil runterschriften, wie es aussieht. Ach man, wenn ich Gas gebe, hätte da jener drüber gezogen. Der Bock, der Doofe. Ich hätte bremsen müssen, Buggy. Bremsen! Manchmal ist Bremsen nicht verkehrt, Buggy. Machen wir die Tür zu.
Halt, jetzt habe ich rumblödet, weil ich die Tür zu haben wollte. Warum kommt er mit seinem scheiß Eimer da nicht weg? Der latscht mich immer wie ein Gehbehinderter das Gas durch. Würde man nicht so viel Gas geben oder viel eher ums Eck kommen? Aber nein, man muss ja immer das Gaspedal durchlatschen. Achso, nee, das war ein anderer Auftrag, den will ich noch nicht machen. Oh, Schotterweg. Cool. Jetzt fahren wir ja 20 Kilometer lang durch. Das Auto bleibt knallsauber. Na? Wie halt immer im Spiel. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen. Okay, cool, was ist das? Auf jeden Fall kommen wir aber auch einen schönen Blick, ne? Hat was. Den zieht es auch noch hoch zu CHMC. Was auch immer das ist. Ah, Cyberf im Hintergrund. Die ist ziemlich laut, die Tante. Aber man hört es wahrscheinlich im Video später jetzt nicht. Ziemlich die Störgeräusche, aber auch recht so. Wahrscheinlich schon wieder. Befragen, das hört sich immer so nett an. Warte, ich glaube, ich habe da was gesehen. Zack, jetzt Ruhe. Jetzt komm her. Ich werde nicht aufhören, dich zu suchen. Zack, nächster. Fuck, gut. Wo ist da das Problem? Irgendwie müssen wir den Zug noch anhalten. Das ist das allererste, was Mr. Santini einem einbläut. Wir versuchen niemals, die Züge entgleisen zu lassen. Push an den Signalen. Was zur Hölle? Ja, das ist ein Wachposten, muss ich aufpassen. Aber stell niemals dein Auto auf die Schienen. Wie viel sind das? Jo, niemals. Was soll denn die sein da vorne? Hier nichts zu suchen, Arschloch. Ja, ich hier schon. Wette, du bist da drüben. Bestimmt. Komm, ich habe gerade keine Zeugen, bevor jemand kommt und das sieht. So, danke schön. Lege ich mir das nur ein? Ja, ja. Jetzt komm, beweg deinen Arsch her, du scheiß Wachposte. Schnell, bevor es andere mitkriegt. Vielleicht ist er irgendwo hier drüben. Achtung an alle Einheiten im Umkreis. Gemeldet wurde ein männlicher Schwarzer mit einer Schusswaffe im Bezirk Barclay. Bitte eingreifen. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Müssen wir weiter, verdammt. Abhauen tut er jetzt nochmal. Hoffe ich. Ich hoffe nur, das löst sich gleich auf. Was steht denn da so? Ist ja widerlich. Hier ist er eindeutig nicht. Wohin
Ich glaube, wir sind ja relativ gut. Hier ist er eindeutig nicht. Und da hinten steht immer noch da vorne. An alle Einheiten. Perfekt. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Fuck, Alter, das war aber knapp. Unvermutetes Gebiet betreten, ja, ja. Keine Zeugen. Du erzählst mir jetzt alles über Santinis Schmugglerring. Voll auf der Straße. Santini hat ein paar mickrige Waffengeschäfte durchgezogen. Zu geil. Ich weiß, wo er das Geld versteckt hat. Meine Crew meldet sich. So, sehr schön. So, können wir ein bisschen noch abluten. Fuck. Alter, das hätte aber auch gerade ganz böse schief gehen können, du. Halt, mach's kaputt. Hallo? Hä? Ich kann jetzt nicht draufballern, wenn da ein Bull in der Nähe ist. Geht schlecht. So, und niemand hat es mitgekriegt. Jetzt kann ich drauf schießen. Nee, aber Nades sind ein bisschen hart. Ich habe keine Mollys allerdings. So, platzieren wir hier mal C4. Hä? Ach so, den müssen wir noch anbringen mit B. Ah, jetzt kapiert. Okay. Jo, mach Bums. Da können wir zwischen drauf schießen ein bisschen. So, perfekt. Haben wir mal jetzt kennengelernt, wie C4 funktioniert. Wunderprächtig. So, dann können wir jetzt dahin nämlich. Müssen wir noch ein bisschen. Oh, aber da war eine Schutzrüstung gesehen. Eine Panzerung. Oh, nehmen wir jetzt mal die mit du, ne? 130 Meter, da schauen wir jetzt mal kurz hin zusammen. X. Keine Zeugen. Sehr schön. Ist uns noch einer erwischt dabei? Ihr könnt so beim lächerlichen Motor bitte Reife durchdrehen. Wir können auch Reife durchdrehen. Ich habe jetzt eine richtig schäbige Reife, sind mit einem richtigen schäbigen Motor. Ja, fahren wir kurz weiter, ich bin zu weit gefahren, mein Fehler. Hm. Gehört? Ich wollte eigentlich nur eine Schutzweste ran. Wie ist der hinter? Machen kalt, was ist das Problem? Mann, du lässt hier Zeit. Boah, wisst ihr was, das mit der Schutzweste, man hat überlegt, das lassen wir, aber da müssen wir später eh nochmal rein, dass das Ding wieder clean, dann habe ich keinen Bock drauf. Wenn schon gekleidet wäre, dann wäre es ja cool. Aber so, nee. Nee. Aber wir könnten den Verteilerkasten da vorne machen. Den Telefonkasten. Aber nur mit Fahrzeug. In dem hier nämlich. Das haben wir ja schon offiziell bekommen. So, Tür zugedrückt oder nicht? Bumm und zu. Trick 17 geht immer. Er dürfte jetzt allerdings da gleich ums Eck sein, theoretisch. Bordeaux, eine moderne Stadt, in der die Tradition der Südstaaten noch heute ihren Platz hat.